Um eine perfekte Ausstrahlung zu erreichen, ist es ganz gut, wenn du mit deinem Körper lernst zu arbeiten. Und ich habe da was entwickelt, gerade für Fotomodelle, für Künstler, auch für Schauspieler. Das nennt sich Secret Body Affirmation. Und ich arbeite einfach mit dem Körper, mit Körperhaltung. Und es gibt bestimmte Körperhaltungen, die bestimmte Stimmungen erzeugen. Und wenn du mit diesen Körperhaltungen spielen kannst, dann kannst du andere lesen, du kannst dich selbst verändern und du kannst damit umgehen, kannst damit spielen und wirst auf jeden Fall viel mehr Eindruck hinterlassen. So, jeder von uns bringt was anderes mit. Das heißt, wir sind individuell unterschiedlich und wir haben bestimmte Stärken, wir haben bestimmte Schwächen. So, wir mögen bestimmte Dinge an uns nicht und wir zeigen sie mit unserem Körper. Unser Körper, der hat eine bestimmte Haltung und die bringen wir mit in unseren Alltag. Und diese Haltung zu erkennen und vielleicht diese Haltung auch zu verändern, andere Haltungen einnehmen zu können, das bringe ich euch bei. Und damit könnt ihr dann wirklich arbeiten. In allen Bereichen, die ihr als Fotomodell braucht. Also ob ihr in der Show lauft, ob ihr im Fotobereich arbeitet oder ob ihr auf ein Casting geht. Ihr könnt diese Haltung gebrauchen. Es gibt auch eine Richtung und diese Richtung, die zeigt euch, wie ihr andere mit eurer Haltung einnehmen könnt oder auch nicht. Das heißt, eure Richtung kann offen sein, sie kann eine ganze Gruppe einnehmen, sie kann auch nur speziell jemanden einnehmen, wenn sie zielgerichtet ist, aber ich kann mich auch abschneiden. Das heißt also, mein Raum ist ganz klein und es geht so nach unten und schon bin ich nicht mehr bei euch. Und damit zu spielen ist ganz wichtig, wenn ich meine Haltung übertragen will auf andere. Das ist wichtig fürs Schauspielen zum Beispiel. Im Fotobereich, ganz wichtig, also ihr könnt cool posen, aber vielleicht seid ihr immer sexy dabei. Und jetzt kommt auf einmal ein Job, da sollt ihr traurig gucken und hat euch die Schokolade weggenommen und auf einmal ist sie wieder da. Hey, geil, die Schokolade ist wieder da. Und das zu spielen, das zu können, diese ganzen Bereiche abzudecken, das ist total wichtig. Showbereich. Ihr lauft eine Show. Da braucht ihr auch diesen Raum, ihr braucht diesen Ausdruck. Ihr müsst wissen, wie ihr lauft und ihr müsst gucken, wie ihr eure Stimmung auf das Publikum übertragt und wie ihr auch vorne postet für die Kameras, weil das ist sehr wichtig, weil dieses Bild ist nachher in der Presse. Das sind PR-Bilder, die die Unternehmen natürlich brauchen, um ihre Mode zu zeigen, ihre geile Show zu präsentieren. Es wird meistens auch ein Video gemacht und die Präsenz sieht man. Und die Präsenz könnt ihr kreieren mit dieser Raumarbeit und mit der Haltungsarbeit. Das heißt, ihr könnt auch unterschiedliche Präsenz kreieren. Ihr könnt strong laufen, ihr könnt verrückt laufen, ihr könnt geheimnisvoll laufen. Das alles kann ich euch beibringen.